Und damit ein Moin Moin und herzlich willkommen zurück hier bei Call of Cthulhu. So, ich bin jetzt wieder hierher gelaufen und mache mich bereit zum Schießen. Bam! So, zack. Gut, wir waren nämlich auf der Suche nach einem Verbandskasten, genau. Dieser Verbandskasten wird sich als nützlich erweisen. Diese besessenen, verrückten Rotten ganz Darkwater aus. Aber ich will lebendig, lebend von dieser Insel, meine Güte, lebend von hier verschwinden. This should enable me to stop cats bleeding. So, ich gucke nochmal, ob es, bevor ich hier wieder weggehe, ob es hier irgendwas gibt. Nö. Gut. Zack, weiter geht's. Lebt er noch? Hope his boss will have more luck. Ja, hoffe ich auch. Toll. Wie wird's zugemacht? Die Schweiz. Quatsch. Shit. Oh. They're going to the whaling station. I'd better hide and wait until they're gone. Muss ich das? Kann ich nicht einfach. Verdammt. Toll. Ich werde niemals warten. Cat braucht meine Hilfe. Lauf. 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 Schnauze. Lauf. Du auch. Schnauze. Lauf. Cat. Cat. Cat, sei bitte noch am Leben. Ach, danke. Go get me a first aid kit. I might have something for you. Den Verbandskasten war. Nein, natürlich nicht. Right. The entrance to the whaling station is behind the Hawkins warehouse. Okay, danke. Pass auf dich auf. Lauf. Ich finde das gerade ziemlich nervig, dass es die ganze Zeit jetzt hier in diesem Kapitel zwischen 30 und 60 FPS schwankt. Das ist ziemlich ekelhaft. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr in der Aufnahme. Ja, dann kann ich mal nutzen. So. War das jetzt hier? Habe ich das richtig verstanden? Das war dann. Nee, auf jeden Fall nicht. Ich wollte hier aber nochmal kurz reingucken. Okay, hier ist nichts. Toll. Ich frage mich halt, warum die so eine Faust über dem Kopf haben. Kann man die auch mit der Hand kaputt machen oder? Egal. Okay, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was es hier noch alles gibt, das auf uns wartet. Guck mal. Tot. Was haben wir hier? Gar nichts. Okay. Toll. Ich weiß ja nicht, wie viele Munition wir haben. Oder wie viele Kugeln wir haben, eher. Aber solange sie reichen, ist mir so egal. Springen. Oh ja. So, den ganzen Stress hätten wir uns noch sparen können und einfach dieses bisschen hier hochklettern. Aber wir sind ja unsportlich. Es kommt davon, dass wir die ganze Zeit am PC sitzen und Sachen aufnehmen. Ja, ja. Gut. Da ist noch einer. Ist mir egal. Komm her. Who's there? Damn it. Das ist schlecht.
Ich hoffe, es kommen keine mehr. Oder wir finden zumindest irgendwie Munition. Ist auch nicht schlecht. So. Okay. Toll. Jetzt dürfen wir schleichen. Wo keine Munition mehr haben. Wäre ich doch sparsamer gewesen, verdammt. Außer ich kann die halt echt umknüppeln. Alter. Ist das... Das ist keiner von den Guten, ne? Dachte ich mir schon. Jo. Toll. Kommen. Die wissen zwar, wo ich bin, aber die kriegen mich ja nicht. Das ist schön. Okay. Weiter. Weiter geht's. Achso, die sehen mich, aber kommen hier nicht hin. Eingabe. Huch. Kapitel 13, verlassene Walfangstation. Pierce durchquerte die Docks, wo bekannte und neue Gesichter gleichermaßen ihr Ende fanden. Überall streiften die Sklaven des Leviathans auf der Suche nach einem Opfer umher. Nachdem Pierce sich seinen Weg gebahnt und die Wahrheit über den Ursprung des Kultes und dessen Gründer erfahren hatte, erreichte er endlich die Walfangstation. Er hoffte, auf Sarah Hawkins zu treffen, bevor sie eine gravierende Entscheidung trifft. Hither thou shalt be free. Sarah is with those bastards. I gotta find her quick. Alles klar. Oh Mann. Kann ich einfach runterspringen? Nö. Natürlich nicht. So, Hawkins will in den Haupteingang betreten. Ah, ich habe so das Gefühl, dass es in dieser Geschichte kein Happy End geben wird. Ich weiß nicht warum, aber. A rope and a hook. Could use that to hold the reservoir back. Ziemlich starkes Seil, an dem ein Metallhaken befestigt ist. Damit müssen schwere Gegenstände gehoben worden sein. Er sieht stark genug aus, um das Gewicht des Tankes zu halten. Ja, finde ich schön, dass das jetzt schon direkt mit dem Tank angesprochen wird und er auch weiß, dass das gut ist für den Tank. Obwohl ich mit dem Tank noch nichts zu tun hatte. So weiß ich. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das hier aufgeht. Was haben wir hier? Nichts. Was haben wir hier? Schlüssel. Dieser Schlüssel öffnet die Büros der Walfangstation. Nice. Kann ich hier vielleicht so mit dem hier noch was finden? Nö. Okay. Another volume of the Reverend's wife's diary. Tagebuch der Frau vom Reverend Band 5. Dies sind die letzten Einträge der Frau des Reverends. Der Ehemann hat alle Gläubigen zu einer letzten Zeremonie zu Ehren des Leviathan herbeigerufen. Sie befürchtet, dass der Reverend sie alle in diese Abscheulichkeit mitopfern will. Sie versucht zu entkommen. Wahrscheinlich wurde ihr Körper deshalb in einer Höhle unter dem Eiswesen gefunden. Okay. Guck mal eben ganz kurz was. Okay. Hm. Okay.
Das, was mir jetzt überbleibt, ist nach oben. Aber vorher mache ich meine Lampe wieder voll. Auch wenn da nicht viel weg war. Aber wenn ich schon mal hier bin. Jo. Und noch weiter nach oben und okay. Okay. Schlüssel und aufmachen. I'll be lucky if it's still sharp enough. Das Messer ist rostig, kann aber noch verwendet werden. Na, immerhin. Doesn't work. Guck mal. Blöp. It mentions the Leviathan. How it drove the sailors mad. Seite aus dem Logbuch 4. Die ganze Mannschaft ist dem Wahnsinn verfallen. Sie sprechen von Träumen, Visionen, von einer albtraumhaften Stadt und einem gewaltigen Gott, der darauf wartet, dass sie ihn erwecken. Wahnsinn! Ich habe mich in meine Kabine eingesperrt. Lange werde ich nicht durchhalten. Fitzroy hat 12 Mann auf seiner Seite. Wer zögerte, wurde ihrem neuen Gott geopfert. Ich bitte dich, allmächtiger Gott, hab Erbarmen mit unseren Seelen. Dies wird mein letztes Gebet sein. Ich zeige ihnen das Licht her. Ich bitte dich. Ich kann sie flüstern hören. Ich höre eher ihre Stimmen. Sie kommen. Okay. Doesn't work. Aha, aha. Badabusch. So, aufmachen. Oder eher gesagt, aufschließen und aufmachen. Da kann ich den Haken hinmachen. Und hier kann ich runter. Okay. Dann mache ich da mal den Haken dran. This should stop the cart from moving. This should help me get the tank swinging. Aber warum? Und das auch zu. Okay. Ich probier's mal aus. Das doesn't work. I need something to cut the rope to release the tank against the door. Achso. Achso, ja, hab ich ja. Ha! Okay, jetzt verstehe ich's. Ich verstehe es. Schnipp, schnapp. Sehr unauffällig. So, wir haben 5 CP. Ja, einen brauchen wir eh noch. Dann skill ich mal noch nix. Okay. Finde ich aber schon krass, dass die Wörter so ein ekelhaftes Viech finden und einfach essen. Ja. Oh oh. What is that thing? What is that thing? Ach, das ganze Ding. Okay. Kann ich Piers Verstand? Psychotisch. Okay. Oh, wir haben fast alles gefunden, finde ich nice. You're the Leviathan. Das Problem ist, ich bin zu neugierig und will eigentlich wissen, was passiert, wenn ich da jetzt längere Zeit. Ich probiere es einfach mal aus. Was ist das jetzt mal? Nix. Okay. Ha! Fuck, ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen, verdammt. Spiel gespeichert. Toll. Hallo. Hallo. Who is this? The quest for truth requires sacrifice. There's no room for compassion. Who's there? Your stubbornness at wanting to help others who would have deserted you is a weakness.
Fate leads us inevitably to solitude, and in one's final moments, one is always alone. You can't escape it forever. It will always find its way. Damn it! Ist das nicht unsere eigene Stimme am Telefon gewesen? Hör auf damit, das nervt. Hä? Warum sind wir jetzt? Everything points back to the day they brought in that thing. Ein vergessenes Foto im Büro der Walfangstation. Eine Handvoll der Mannschaft der Skiller ist anwesend. Charles Hawkins, Captain Fitzroy und Dr. Fuller sind dabei. Es ist mit dem Jahre 1847 detailliert. Boah, es ist ein paar gute Jahre vor der jetzigen Zeit. While the sailors were going insane, Fitzroy and the mutineers took over the ship and probably killed the captain. Fitzroy hat den ganzen Tag über versucht, die Männer aufzumuntern. Manche sind von dem Vorfall noch immer geschockt. Sie erinnern sich an die Schreie ihrer Kameraden, als sie dem Wahnsinn verfielen. Einige der Männer, die noch an Bord sind, verstümmeln sich in dem verzweifelten Versuch, die Vision zu verbannen. Andere wie Fitzroy nehmen die Vision an. Er, Hawkins und Fuller begannen, dieses Monster Leviathan zu nennen. Wie den in der Bibel. Sie sehen ihn als heiliges Wesen an. Ich sagte ihnen, dass sie damit aufhören sollen, bevor es zu spät ist. Je weiter wir segeln, desto sicherer bin ich mir, dass es nicht das Werk Gottes, das ist das Werk des Teufels. Joa. Ja, Verbandskasse, nimm mit. Aber nö, komm, wollen wir nicht. Logbuch vom Kapitän Hamilton. Wir sind endlich von der verlassenen Insel Darkwater Richtung Norden aufgebrochen. Die Seeleute sagen, dieses Gewässer sei verflucht, aber ich glaube nicht an Altweibergeschwätz. Es sieht nicht gut aus für uns, die Konkurrenz ist hart. Die Orpheus scheint uns voraus zu sein. Meine Männer haben schon eine ganze Weile keine Anzeichen für einen Wal mehr gesehen, entdeckt. Wenn diese Saison noch besser läuft, so fürchte ich, dass sie nicht länger auf der Skiller anheuern wollen. O Herr, hilf mir, an diesen dunklen Fluten meinen Weg zu finden. Tja, Sonntag, 30. Mai. Eine Woche später knapp. Mehr als eine Woche. Eine Woche später. Verdammt. Wir sind hier draußen nicht die einzigen Jäger. Auf der Suche nach einem geeigneten Ziel sehen wir uns plötzlich von einem Dutzend toter Wale umringt. Alle auf dem Rücken schwimmend und mit hervorquellenden Eingeweiden. Aber es war nicht die Orpheus. Kein Mensch wäre zu so etwas imstande. Sie wurden in Stücke gerissen, als hätte ein größerer, gefährlicherer Jäger sie angegriffen. Es ist äußerst merkwürdig. Killerwale sind normalerweise nicht so gewalttätig. Ob eine neue Walart aufgetaucht ist? Vielleicht ist es ein Zeichen Gottes. Vielleicht ist es der große Fang, auf den wir so lange hofften. Wir müssen das Biest einfach finden, ganz egal wie risikoreich es auch ist. Mein Posten als Captain ist in Gefahr. Ich habe das Gefühl, dass Fitzroy langsam die Mannschaft gegen mich aufwiegelt. Als erster Offizier weiß er, dass eine Rückkehr mit leeren Händen mich das Vertrauen meiner Männer und meine Legitimität kosten könnte. Er hatte recht. Belonging to the captain of the Scylla, the pages I found seem to be the missing ones. Uff. Das Steinschneiden. Glaube und andere Aberglaube haben manchmal zur Entwicklung der Medizin beigetragen. Vor einigen Jahrhunderten dachte man, ein Patient mit einer Geistesstörung hätte einen Stein des Wahnsinns in seinem Schädel. Deshalb wurde der Schädel aufgebohrt und eine Exzision durchgeführt. Manchmal überlebte der Patient, manchmal war er sogar geheilt. Okay. Heute haben sich die Begriffe verändert, die Methoden nicht zu sehr. Krass. Habe ich jetzt mal Medizinkunde? Ja. Alter.
das das Ding wieder. So, die Frage, die ich mir stelle. Nennt es sich selber Leviathan, weil es die Fischer so tun? Oder hat es einen echten... Also ist es Cthulhu? Das will ich wissen. Oder ist es nicht Cthulhu? Eat his flesh while he's still alive. Stimmt. Bah. Ekelhaft. So. Haben wir kurz Sport gemacht. Wir wissen alle, dass ich noch kurz husten musste, aber ist ja auch egal. Gehen wir mal zu der Tante hin. Schön, dass ich das sehe, dass man da irgendwas machen kann, aber ich das nicht anklicken kann. Gut, dann gehen wir zuerst zur Tante hin. Bleib, 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 bleib. This padlock is too complicated for me. Ach, komm. It's no use. The padlock won't give. Kann ich jetzt hier durch? Ist das dein Ernst? Kann ich dann vielleicht hier rein? Ach komm, ey. Warum musst du das jetzt so unnötig schwer machen? Oder nicht schwer, sondern lang. Ist das dein Ernst? Ich kann gerade gar nichts machen. Ich kann das nicht aufmachen. It's no use. The padlock won't give. Und das Einzige, womit ich interagieren kann, das reagiert nicht auf meine... Ach, komm. Ja. Hört mir einfach nicht zu. Kann ich... Nö, kann ich nicht. Ach, Platzangst, ja. Passt schon. Du schaffst das, ich glaube an dich. Da geht es ihm auch direkt besser. Finde ich schön, dass er gewissenhaft immer die Türen zumacht. Okay, er lernt zu gehorchen. Verdammt. Ah! Finally awake. How do you feel, Mr. Pierce? Fuller! Son of a bitch! I'll kill you! No! No, I'm not even really with you! Well, to be perfectly precise, I am with you. But not in this cell. What have you done to me? Me? Nothing, really. See, it's one of the exquisite effects of this incredible creature. Leviathan! I see you already know about it. Well, shall we begin? Hm. Ja, komm. So, bist du zufrieden? Ja, jetzt ist die Tür offen. Schmeckt's? Habt ihr mir was übergelassen? Ach komm. Ach komm. Ah, lecker. Ah. Let me take a sample from you. Flesh, blood, spinal fluids. Don't fear. I created the mythological ichor from Leviathan's flesh. Uh-huh. Who knows what I can make with you? I need your body for my research. Alles klar. Cool.
Ja, ich hab doch gesagt, nicht nehmen. I killed him. Hä? A necessary sacrifice that proves your determination. Hä? Okay, dann habe ich wohl das gemacht, was ich machen wollte. Okay, cool. Ich steige voll auf diesen Pfad ein. Ich weiß nicht warum, aber ich habe mich jetzt dafür entschlossen. Schon die ganze Zeit. Find the truth and be free. Aha. Ist das da in Ernst? So viele Türen. Stimmt, die Tür. Nehme ich die Tür? Ich beende mal die Folge. Ganz gemein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.